Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World, yeah, Part 8. Dann gehen wir da mal rein. Yay, die sehen alle so glücklich aus. Alle so happy smiley face. Und ich töte sie trotzdem. Muhahaha. So, auch die Gummis sehen. Und die Fische. Yep. Hallo, Swampy Swamp. Japaner sind schon kranke Tiere. Anders kann man das nicht sagen. Und hier der Big Boo, der sieht auch glücklich aus. Geh da mal hoch, danke. Das ist also der Happy Schalterpalast. Ja, genau so sieht's aus. So, kommt hier noch was Glückliches? Nein. Hier hätte noch ein Smiley drauf gemusst, auf diesen Switch-Button. Aber naja. So, jetzt habe ich mir natürlich wieder, doch, ich könnte mir jetzt mal den Timer anmachen. Nein, da, zack. So, das war's. Save and continue and save. Und dann gucken wir mal hier in die Höhle rein. Wow, ich habe einen Schalterpalast sogar ohne Save States gemacht. Irgendwie sehen hier die Paletten sehr komisch aus. Mit diesem bläulichen in dem gelben Ding und das bläuliche außen um die anderen Höhlentexturen rum und das bläuliche. Achso, das soll Eis darstellen, sehe ich gerade. Ist rutschig. Aber ich würde doch gerne zumindest eine Feuerblume behalten. Aber auch wenn das Eis darstellen soll, das sieht alles ein bisschen strange aus mit der Palette. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier schaue ich mal auf die Feuerblume. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es komisch. Ah, der ist mir jetzt nicht gefährlich geworden. Kann man da rein? Natürlich nicht. Autsch. Ich hoffe mal, ich brauche die Feuerblume jetzt nicht mehr. Ah, der stunt mich auch noch, wenn er springt. Ich mache hier mal ein Safe State und hoffe, dass ich keine Feuerblume brauche. Hammerbrüder sind sowieso doof. So, jetzt haben wir schon 3 Yosi-Coins. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier dürfte wohl der mit Layer 2 Gebimse. Autsch. Na gut, machen wir halt klein weiter. In der Hoffnung, dass ich keine Feuerblume später brauche. Ja. Na gut, mache ich mir mal hier vorne ein Safe State. Ah ja, ich habe sie gesehen. Die hätte ich auch endlos lange gesucht. Alles umrutschen, was umzurutschen geht. Hier komme ich nicht rein. Auch den Secret Exit gibt es hier wohl nicht, glaube ich. Aber hier könnten mies versteckte Yoshi-Münzen in irgendwelchen Röhren sein. Deswegen immer mal ausprobieren. Da geht nichts höher. Rutsch, 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 rutsch. Und hoch. Und hier haben wir jetzt alle Yoshi-Münzen. Also keine versteckte, die wir verpasst haben. Gut, kaum mache ich ein Safe State, komme ich hinter dem Safe State. Ohne Probleme, ohne Safe States durch. Naja, dann geht es jetzt weiter in das Geisterhaus. Hier gibt es aber ein Secret Exit, soweit ich mich erinnern kann. Ich kann mich zwar nicht an das Geisterhaus erinnern, aber an die Overworld. Und ich meine, da gäbe es ein Secret Exit, was nach oben führt. So, hier ist es übrigens nicht rutschig. Ja, baba. Hallo Iris. Ich mache hier mal ein kleines Safe State. Hier ist eine Reset-Tür. Wozu braucht man eine Reset-Tür? Ich werde es wohl rausfinden. Y? Ach so. Und das R steht schon voll für einen roten Yoshi, oder wie? Gibt's hier Yoshis? Frage ist nur, was will ich damit und welchen brauche ich? Und du, Geist, bist mir unsympathisch. Du bist viel zu schnell. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Yoshi-Coin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich an den rankomme.
Ich glaube fast gar nicht. Da haben wir noch eine Yoshi-Coin. Damit hätten wir schon mal drei. Hopp. Egal. Das ist nicht egal. So, Safe State. Ich hoffe mal, ich brauche keine Feuerblume. Kriege ich hier nicht noch... Doch, da. Was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Nein. Rewind. Ey. Ach so, man kann die Yoshis auch fressen und die Iris auch. Dann ist das hier ja gar nicht mal so schwer, wenn man Iris fressen kann. Ich weiß es aber nicht, wie viele von diesen verkackten Gegnern ich fressen muss. Gott. Na gut, dann komm her. Eerie. Boo. Eerie. Wie viel frisst dieses verdreckte Yoshi denn noch? Hier ist noch ein Eerie. Da ist noch ein Eerie. Oder auch nicht. Ich mache hier mal ein Safe State. Hier ist noch ein Eerie. Muss ich hier alle Geister fressen? Kommen die Eeries jetzt auch nicht mehr wieder? Nö, die sind scheinbar komplett weg. Und ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, jetzt hört man auch die Tröte. Den habe ich vergessen. Oh, das war gut. So, wo fehlt mir jetzt noch einer? Nirgendwo. Dann habe ich hier irgendwas falsch gemacht. Ich hoffe, ich kann noch so weit rewinden. Mal gucken, wie weit das bis hier. Aber den kann ich auch nicht, dass ich den zweimal fressen kann. Ah. Komm mal wieder her, Yoshi. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendeinen Bug ausnutzen, dass ich einen Gegner doppelt fresse. Ach Gott, was ist das für ein Mist? Nee. So, hier wollte ich doch hin. Safe State. So, nochmal gucken. Nee. An den komme ich partout nur einmal ran. Komm. Verarschen. So. Einmal und... Und nochmal. Einmal du, einmal du. Was soll denn das? Fang den doch auf. So, den und den. Und den da oben hätte ich auch gerne. So. Ah ja, genauso. Den und den und den. Ach, auf einmal klappt's. Ja, jetzt müsste man natürlich nur die Yoshi-Coin noch treffen. So. Gut. Jetzt haben wir das schon mal. Das hat auch wieder eine Ewigkeit gedauert. Aber ich bin halt kein Überskiller. Jetzt habe ich eine Shell und links war auch so ein komischer Weg. Das sieht jetzt noch nach Verarschen aus.
Was soll denn das jetzt? Wie bitte? Nee, da. Ach, da ist denn den. Okay. Einen blauen Yoshi. Ich hab's gerafft. Na gut, Leute, dann versuchen wir das gleich nochmal. Ich trinke mal kurz einen Schluck zwischendurch. Also müssen wir den ganzen Mist nochmal mit einem blauen Yoshi-Baby machen. Hier war ein Power-Up, genau. Ab, komm her hier. So, egal. Laufen wir einfach weiter, rot. Na. Na komm. Na komm. Dann warte ich halt. Warten ist ja lame. Ey. Ja, toll. So. Yellow. Ach, da ist noch ein Yoshi-Coin. Habe ich die eventuell übersehen? Hier haben wir uns die mit. Blue. Nehmen wir uns den blauen Yoshi. Jetzt dasselbe Spiel nochmal. Alles fressen, was man fressen kann. Das und das. Und genau so. Und das. So, nee, da unten geht man anders ran. So, nach und nach. So, dann den und den. Dann den. Na komm. Dann den. Den. Und den. So, und dann haben wir auch schon alle Yoshi-Coins. Jetzt nur noch die eine, für die wir gleich den Yoshi-Sprung brauchen. Ach komm, so. Gut. Ach, ich kann mir sogar Yoshi mitnehmen, das ist gut. Das war jetzt ein Bug, dass ein Gegner doppelt gefressen hat. So konnte ich hier die Shell nutzen, um darunter zu fliegen. Und jetzt fliegen wir hier lang. Und hier sollte dann das Sekret-Exit sein. Pfeil. Und Yoshi ist weg. Was auch immer da in dieser Textbox stand. Und jetzt haben wir einen Boo-Boss. Mit schnellen Boos, die mir gar nicht gefallen. Na, komm mal über mich. So. Das war schon. Zwei Treffer. Das ging hier schnell. Gut, Leute. Gut, Leute. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt den Switch Palace und ein Level. Mit Exit, mit Secret Exit und mit Yoshi Coins geschafft. Und das führt hier in die Star Road. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir machen im nächsten Part erstmal hier weiter. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.